Displays mit elektronischer Tinte, bei E-Book-Readern Standard, bei Computermonitoren Exoten. Wir haben zwei E-Ink-Monitore getestet, den mobilen Mira mit 13 Zoll Diagonale und den großen Mira Pro mit 25 Zoll. Vor- und Nachteile zeigen wir anhand des mobilen Mira. Die Schutzhülle des tabletartigen Monitors dient auch als Standfuß. Über die rückseitigen Schraubgewinde kann der Bildschirm aber auch in einer VESA-Halterung montiert werden. Angeschlossen wird per HDMI oder USB-C-Buchse. Eine der Besonderheiten eines E-Ink-Bildschirms: es gibt keine Hintergrundbeleuchtung und damit auch kein blaues Licht, das zur Ermüdung der Augen führen kann. Beim mobilen Mira gibt es eine nur mäßig hilfreiche Frontbeleuchtung, die manuell zugeschaltet werden kann. Der Mira Pro hat keine Frontbeleuchtung. Die Bildqualität der E-Ink-Displays ist schlecht, der Bildaufbau langsam. Im Gegensatz zu LCD-Monitoren wird das Bild nicht ständig aktualisiert. Die geringe Bildwiederholrate lässt Videos ruckeln und produziert Nachzieheffekte. Der vorherige Bildinhalt ist noch schwach zu sehen. Eine Taste am Bildschirmrand aktualisiert das Bild und löscht die Geisterbilder. Kontrast- und Aktualisierungsrate lassen sich über 4 Bildschirmmodi manuell an verschiedene Anwendungen anpassen. Der Textmodus soll sich zum Schreiben eignen. Markierungen in manchen Farben bleiben aber leider unsichtbar und die Geisterbilder stören sehr. Zum Surfen muss wieder in den Normalmodus umgeschaltet werden, um Bilder einigermaßen brauchbar anzuzeigen. Das Lesen längerer Texte funktioniert am besten im Lesemodus. Die einzige echte Stärke des E-Ink-Displays, denn hier ist die Wiedergabe ähnlich wie auf Papier, was bei längerem Lesen angenehmer für die Augen ist. Dann ein Video schauen? Erneuter Moduswechsel, sonst flackert es. Dass selbst Papierliebhabern Fußballschauen so keinen Spaß macht, versteht sich von selbst. Die E-Ink-Monitore sind damit bestenfalls als sehr teure Zweitmonitore für Vielleser geeignet, die ihre Augen schonen wollen. Mehr zum Thema Monitore und welche Bildschirme gut und günstig sind unter test.de/monitore.